Jetzt treten an Erik Zernitz, auch für Fuchsbau Potsdam, gegen Görkem Jene von Randori Pro. In dem Match haben wir einen großen Reichweitenvorteil. Der Erik, der ist locker im Kopf größer. Erik ist locker im Kopf größer als Görkem. Görkem sieht allerdings sehr, sehr stabil aus. Sagt, dass er auch aus dem Kickboxen, Thaiboxen eher kommt. Okay. Mal sehen, was wir hier sehen. Wir sind gespannt. Wir hoffen aufs Beste. Olli hat selber auch Erfahrung, ne? Kampferfahrung. Hat er, ja, aber vor langer, langer Zeit. Vor langer Zeit, aber er hat, bevor er MMA bei mir gemacht hat, hat er mit Judo angefangen. Ja. Und oh, geht gleich zur Sache. Oh, und zeigen wir auf den Boden. Endlich sehen wir ein bisschen Grappling vielleicht Görke, hier. Entschuldigung, Görkem wir auf den Boden. Ja, Görkem auf jeden Fall hier mit einer sehr starken Energie. Oh, da ist der Armbar aber gefährlich nach gewesen. Heieiei. A Slugfest. Görkem hat gesagt, wir sollen über ihn sagen, was auch immer wir wollen. Es ist ihm egal, er gewinnt es. Alles klar. So machen wir es. Ja, das ist eher so ein bisschen diese hektische Energie, die ich von. Sind das Erstkämpfer? Er runter, lässt ihn aufstehen. Ja. Interessant, ne? Gewohnt bin. Also Adrenalin Rush Deluxe. Körperspannung und dann nach so anderthalb Minuten meistens verfliegt dann das Ganze so ein bisschen. Aber hier, Takedown Attempt. Aber. Pass auf den Hals auf! Oder geh wieder raus. Pass auf! Erik. Oh, Erik in der Guillotine. Das sieht gefährlich aus. Ah, da kommt er doch wieder raus. Sehr schön. So, und jetzt ist, glaube ich, genau der Zeitpunkt gekommen, wo bei beiden so ein bisschen das Adrenalin hinunterflutscht. Was ich interessant finde, dass Görkem ihn wirft und ihn dann wieder aufstehen lässt. Ja, vielleicht Demonstration seiner. Nee, das würde mich echt interessieren. Was hat er sich dabei gedacht? Oh ja, yeah, schönes Jumpkick hier. Schon wieder. Okay, mit dem nächsten Träger muss schöner Sprawl hier von Erik. Und landet er in Halfguard hier erstmal. Sehr schöne Top Control. Der Kopf von Görkem am Cage. Schön, genau. Extrem unangenehm. Eingeschränkt, genau. Also wer das noch nicht gespürt hat, das ist signifikant. Wie Mikey Musumeci neulich sagte, als er in seinen ersten Grappling-Kampf gegen Imanari hatte in ONE FC, als er dann seinen Kopf an dem Cage spürte. So, was war dieses komische Gefühl da an meinem Hinterkopf? Er war noch niemals in einem Cage. Und ja, wenn man da mal mit dem Hinterkopf ran gedrückt wird, das ist nicht ganz so angenehm. Ich glaube, da ist Käsereibe das Stichwort. Käsereibe. Ja. Das wäre ein wunderschöner Nickname eigentlich. Die Käsereibe. Ja, das Blatt hat sich ein kleines bisschen gewendet. Erik hier in Top Control gerade. Erik ist auch, glaube ich, fühlt sich am Boden nicht unwohl, ne? Auch eben in der Schere schon. Ja, also er hat, wie sagt man so schön, er weathered the storm. So, jetzt geht er hier schön in die Mount. Also Görkem, wir wollten dich beim Wort nehmen, dass du das Ganze hier gewinnst, weil momentan sieht es leider sehr, sehr gut für den Erik aus. Also leider aus der Sicht von Görkem betrachtet. Macht hier schönes Ground and Pound. Oh, jetzt oh sehr schön, hat den gechappt. Achtung, Achtung, Achtung. Ja, oh, schön wieder zurück. Ja, sehr, sehr schöner Kampf. Sehr unterhaltsam. Aber Erik hat sich hier schön positioniert. Landet hier die Ground and Pounds. Görkem versucht zwar raus zu bridgen, aber ist hier sehr stabil die Lage. Oh, jetzt ist er raus. Jetzt ist er raus. Das war aber auch wirklich kurz vor knapp. Ja, ist ein bisschen viel Energie, viel Power, aber nicht ganz so präzise. Er greift doch gerade den Käfig mit beiden Händen. Er greift den Käfig mit beiden Händen. Schönes Knie auf dem Deckenbogen hier. Also Erik, sehr, sehr, sehr hoher Fight-IQ, würde ich fast mal sagen. Sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das war sehr, sah sehr elegant aus. Ich genau in die richtige Richtung gelegt, Görkem. Dachte ich kurz, ob er in den Naked Choke reinkommt. Gut zu Erik reingedreht. Ja, zweite Position hier für Erik. Mal sehen, ob er jetzt tiefer bleibt. Eben hat ihn das zu hohe Schulterkontrolle. Er muss ein bisschen mehr ausholen.
bisschen hart oder dreiballern, glaube ich. So, sieht so aus, als ob es in die zweite Runde geht, ne? Ja. Da sieht man so einen ganz kleinen Cut auf der Stirn von Görkem. Ja, jetzt ist ein Cut, kein Kratzer. Ja. Blutet auf jeden Fall an Max Wedd, oder? Ne? Ja, kann man ruhig probieren, ne? 10 Sekunden. Fand ich nicht verkehrt jetzt von der Ecke, ne? Das Risiko sind eh in 10 Sekunden geht nichts nach Hause. Ja. Hey, zweite Runde? Ne, ist, glaube ich, nichts. Ja, high-paced fight. Sehr schön. So, erste Runde. Aufregung, viel Bewegung, viel Energie. Bisschen sloppy so alles, aber hat mir auch sehr gut gefallen. Völlig, völlig anders als der Kampf davor. Ja, auch alles dabei, ne? Alles dabei. Stand, Boden, Werfen, ja. Ground and Pound, Submission. Ja, hat mir auch gut gefallen. Na, ich würde sagen, Erik technisch ein bisschen besser unterwegs vielleicht, aber Görkem mit auf jeden Fall der Power und der Aggression und dem Druck. Mal sehen, wer mehr Energie hat in der zweiten Runde. Ja, ja. Insgesamt auch sehr ausgeglichen. Ne? Auf jeden Fall. Aber auch ganz, auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise. So Power gegen ein bisschen Coolness und gute Komposition und dann aber eben auch am Boden. Das Ground and Pound von Erik war auch jetzt nicht ohne. Man sieht es ein bisschen auf der Stirn von Görkem. Kleiner Kratzer, kleiner Cut, bisschen Blut. Und jetzt sieht man schon beide ein bisschen gemächlicher, beziehungsweise vielleicht eher ein bisschen aufmerksamer. Vielleicht kann Erik mal seine Reichweite ein bisschen nutzen, ein bisschen wegbleiben, ihn mit langen Händen. Ich würde auch sagen, für einen Kick, ne? Der hat einen Kick gut gebracht, hat ihn vorbereitet, die Hände dann nicht oben sind bei Görkem. Wenn er selber keine Angst hat, geworfen zu werden, ne? Oder auch einen Low-Kick bringen. Görkem steht ein bisschen seitlich zumindest, aber würde ich... Ja, auf jeden Fall jabben, ne? Ich finde auch. Ja. Genau. Ja, beide wirklich sehr, sehr zögerlich jetzt hier gerade. Naja, und Görkem macht gerade Pause. Ne? Also da müsste jetzt Druck kommen eigentlich von Erik. Ja, vielleicht hat er auch seinen Energiehaushalt ein bisschen schlecht aufgeteilt oder eingeschätzt. Schön. Tatsächlich aber nur auf den Arm. Wie hättet ihr die erste Runde gewertet? Ich tendiere tatsächlich für Blau, also für Erik. Beide mal diese sehr stabile Top-Position, ziemlich viel Treffer auch gelandet aus der Mount. Was sagst du, Tjark? Ich würde sagen, wegen Standtreffer und Aktivität für Rot, für Görkem, die erste Runde. So, und jetzt wird es ganz wild hier in der Ecke. Ja, hier. Swing and miss. Swing and miss. Ui, schön. Ja, die war gut. Das sollte er mehr bringen. Ne? Vorne rein und dann mal die rechte von hinten lang. Ja, der Reichweitenunterschied ist ja schon extrem bei beiden jetzt. Ne? Ja. Ja, Erik nutzt leider seinen Vorteil in dieser Hinsicht noch ein bisschen wenig für meinen Geschmack. Also, das hier Görkem mit so einer viel kürzeren Reichweite so viele unvorbereitete Leckkicks treffen kann. Jab muss kommen. Jab, Jab. Der Jab, ja. Wo ist denn der Jab, Erik? Ah, Pat hat dir zugehört. Uiuiui. Ui, ui. Das ist wieder der Guillotine-Versuch, ne? Ja. Aber ich sehe es von hier nicht. Ich glaube, es sieht aber aus, als wäre es nicht gefährlich. Ich glaube, er hat die Hände nicht zusammen. Nee, beide ruhen sich da jetzt gerade ein bisschen aus. Ja, ist nicht, ist, glaube ich, nicht gefährlich. Die Hände nicht zusammen. Was mit den Handschuhen auch immer noch mal schwerer ist als beim Grappling pur, ne? Ja. Jetzt probiert da ins Ellbogengelenk. Ich weiß nicht, ich sehe es nicht genau. Oh, sein Kinn gut runter. Anaconda, ist fast ein Anaconda, aber nicht. Und der Tap. Oh, schade, dass wir hier so einen schlechten Winkel hatten. Aber in der Aufbereitung dieser. Mit deinem Kinn runter anscheinend, ne? Wenn man auch im Video besser sieht. Also, es sah von außen jetzt gerade so ein bisschen aus wie ein McKeelteen, aber auf jeden Fall ziemlich ungewöhnliches Submission hier für Erik. Ja, aber da ist auch manchmal so die langen Arme und der Winkel, denn wenn du runter bist, hat es einfach da fixiert.
Ja, also lange Extremitäten, wenn man sie gut bewegen kann, sind sehr, sehr vorteilhaft, gerade am Boden. Ja, eigentlich war das ein Anaconda aus der Guard fast. Na, einen Arm drin? Ja. Und ja. Und auch. Nee, war eine Armbein oder keine Armbein? Oder? Nee. Doch, doch, da drin. Da sind die Schulter hier, die Armbein. Ja, ich hab's auf der Seite nicht gesehen, da war auch ein Video drin. Ja. Ja, aber ich meine, auch Görkam hat den Kampf gut gemacht. Auf jeden Fall. Ja. Sehr unterhaltsam, sehr viel Energie und schöne Exchanges von beiden.